Heute ist es mal wieder an der Zeit, die Klauen zu schneiden, hier bei unseren Ziegen. Das finden die nicht immer nur gut, ist aber trotzdem total wichtig. Hey Sir Henry, guck mal hier in die Kamera, ja, hallo. Und da gibt es eine ganze Menge Sachen zu beachten. Das hier zum Beispiel, das ist eine klassische Klauenschere, total wichtig. Ohne die geht gar nichts. Das hier ist eine Klauenzange, so ein bisschen robuster. Die kann man immer gut dann einsetzen, wenn Klauen sehr, sehr trocken sind und sehr, sehr hart sind. Man braucht immer auch was zu putzen, um die Klauen sauber zu machen. Man braucht ein Desinfektionsspray, falls man mal zu tief schneidet. Sehr zu empfehlen ist das sogenannte Zyklospray. Das gibt es nur beim Tierarzt. Hat ein Antibiotikum drin. Und in jedem Landwarenhandel ein Blauspray, um Wunden zu verschließen, falls man mal ungenau gearbeitet hat. Hier sieht man einen Huf, der ja, einigermaßen passabel aussieht, ist aber trotzdem Zeit. Das ist immer ganz gut mit der Klauenschere, den so ein bisschen sauber zu machen und den Dreck da auszukratzen. Na, Heiko? Ja, pass auf, das kriegen wir schon hin. Hier sieht man ganz gut die Haut, also die Außenhaut, schon so ein bisschen umgeklappt. Allerhöchste Eisenbahn. Zack. 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 Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr den Kanal abonniert, das geht da. Oder ihr schaut euch das nächste Video an, das geht da. Gerne so ein paar Likes hier drunter setzen. Die Ziegen und wir wollen YouTube-Stars werden und das werden wir auf jeden Fall auch schaffen. Sir Henry ist da ganz heiß drauf, weil YouTube, das wäre total gut, wenn die so ein bisschen unseren Kanal mitfinanzieren würden. Danke.